Gleich zwei Ausstellungen wurden im Museum der Stadt Bad Ischl eröffnet. Zum einen handelt es sich um eine Gemeinschaftsausstellung von Mitgliedern des Kunstforums Salzkammergut. Ein Dialog zwischen moderner Kunst und Dauerausstellung im Museum. Sozusagen die Ausstellung in der Ausstellung. Kunstwerke bilden einen gewollten Kontrapunkt zu den Objekten der Räume im Museum. Die Ausstellung erstreckt sich über das gesamte Museum und bietet so einen spannenden Blick auf Altes und Neues. Gleichzeitig zeigt Paul Jeg, ebenfalls Mitglied des Kunstforums Salzkammergut, seine neuesten Arbeiten unter dem Titel »Frisch gestrichelt«. Oh, das sind ungefähr 20 verschiedene Künstler. Es sind auch Ischler dabei, so wie der Herr Unterberger, oder hier haben wir den Herrn Konrad Wallinger, der kommt aus Ebensee. Ja, und dann sind viele aus Gmunden, eben das Salzkammergut. Wir haben auf der anderen Seite haben wir dann aus der Gosau den Paul Jeg, den wir auch schon einmal gehabt haben. Das sind so Kontrapunkte und manche haben nur ein Bild, manche haben zwei Bilder, aber es sind ungefähr also 20 Künstler, die wir hier also im Haus jetzt versammelt haben. Das ist jetzt eine der letzten Ausstellungen, bevor wir dann umräumen und das Museum neu gestalten. Eigentlich ist das jetzt ein Wunsch, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Ich wollte immer eine Ausstellung in der Ausstellung haben. Und das haben wir jetzt. Wir geben praktisch in die bestehende Ausstellung traditionell Volkskunde, Kaiserzeit und so weiter, machen wir punktuell moderne Kunst hinein. Es hat zwar alles einen Bezug zur Ausstellung, das war also eine Bedingung, sodass man also das so also schön auseinanderhalten kann. Und es ist sehr bunt geworden, es ist sehr spannend geworden. Es ist einmal etwas ganz anderes, dass man in ein bestehendes Museum etwas Modernes hineingibt, moderne Kunst zeigt. Und ich bin sehr froh, dass also das Kunstforum Salzkammergut diese Idee angenommen hat. Und so können wir jetzt in diesen anderthalb Monaten, die uns noch bleiben, viele Künstler zeigen und viele verschiedene Werke präsentieren. Also dass heute hier im Stadtmuseum von Ischl diese Doppelausstellung hier mit meiner Solo-Ausstellung, ich habe ja schon vor 4 Jahren angesucht um eine Ausstellung und habe sie jetzt bekommen, kurz bevor das Ganze renoviert wird. Und dann hat sich das so ergeben, dass die Künstlergilde, wie sie früher geheißen hat, oder das Kunstforum Salzkammergut, jetzt unter der Leitung von Reisenbichler und seinen Freunden, die Räume bespielen im ganzen Haus, das sind sehr viele, in dem jetzt noch diese traditionellen Objekte sind. Zum Teil wurden sie weggeräumt, damit die Künstler und Künstlerinnen mehr Platz haben. Und die Grundidee, die da dahinter steckt, ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, wer es gehabt hat, was der Unterberger, was die Frau Sams, was der Reisenbichler, jedenfalls die Idee ist sehr gut. Also da hätte ich auch gerne mitgemacht, aber nachdem ich schon diesen Raum habe für eine Solo-Ausstellung, natürlich freue ich mich das besonders. Wir wurden von der Frau Sams eingeladen, direkt im Museum etwas auszustellen, also wo wir sozusagen in jedem Raum uns auf ein historisches Konzept können wir reagieren und können sagen, können wir das wegnehmen und wir geben etwas Zeitgenössisches dazu. Das war schon immer ihr Wunsch und jetzt kurz vor Renovierung Arbeit beginnt, hat sie es machen können, also durch die Einladung. Ja. Ich finde, es ist gut gelungen. Ja? Es ist spannend. Manchmal sieht man gar nicht, wo die zeitgenössische Kunst im Historischen verankert ist. Also man kann schnell etwas übersehen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, dass wir vom Kunstforum Salzkammergut, die wir dank der Frau Sams auch bekommen haben, die die großartige Idee gehabt hat, diese einzigartige Chance zu nutzen, den Umbau quasi, wo wir als Künstler die Chance haben, Dinge wegräumen zu lassen und auszutauschen, historische Artefakte durch zeitgenössische Kunst und zu reagieren auf verschiedene Dinge, die in der Vergangenheit, zum Beispiel habe ich da gibt es ein Bild vom Dachstein, das ist 160 Jahre alt, das jetzt gegenüberzustellen, dem Dachsteingletscher, wie er heute ausschaut, ein bisschen auf Klimaerwärmung hinzuweisen. Und so haben auch viele andere Kollegen vom Kunstraum Salzkammergut die Chance genutzt, zu reagieren auf historische Ereignisse mit moderner zeitgenössischer Kunst.